Vorklinik Content. Biochemie 5, Hormone ist das große Thema und wir beschäftigen uns heute mit Signaltransduktion und zwar im Vergleich Inositol-Triphosphat, also IP3 und CAMP, das ist zyklisches Adenosin-Monophosphat. So, wir schauen uns den Ablauf an, sowohl die CAMP-Kaskade und die IP3-Kaskade und wir beginnen mit CAMP. CAMP, da haben wir hier eine Biomembran, also eine ganz normale Membran, zum Beispiel einer Zelle. So, hier haben wir unseren Rezeptor und da bindet ein Ligand dran. Und das bewirkt jetzt die Aktivierung eines G-Proteins und das G-Protein ist beim CAMP ein GS-Protein, ein stimulierendes G-Protein. Und das aktiviert ein Protein in der Membran, die Adenylatzyklase, hier abgekürzt mit AZ. Und die Adenylatzyklase macht ihrem Namen alle Ehre und spaltet ATP zu zyklischem Adenosinmonophosphat. Und CAMP kann jetzt direkt Wirkung entfalten oder auch über die Proteinkinase A, die dann Enzyme phosphoryliert und diese damit aktiviert oder inaktiviert. Damit ist die CAMP-Kaskade schon beschrieben. Die IP3-Kaskade funktioniert folgendermaßen und vorher muss man erst sagen, dass IP3 ein Phospholipid ist. Hier bindet auch ein Ligand an einen Rezeptor und hier haben wir ein anderes G-Protein, ein sogenanntes GQ-Protein. Und das aktiviert die PLC, die Phospholipase C. Und die Phospholipase C, die entfernt aus Membranlipiden oder die spaltet Membranlipide einerseits zu Inositol-Triphosphat. Und das Inositol-Triphosphat setzt aus dem endoplasmatischen Retikulum Calcium frei. Und die PLC spaltet aber auch noch zu Diacylglycerin, die Membranlipide. Und Diacylglycerin ist ein Aktivator der Proteinkinase C und die kann dann so ähnlich wie die Proteinkinase A verschiedene Wirkungen vermitteln. Relevant ist aber, dass natürlich Calcium eigene Wirkungen entfalten kann, wie zum Beispiel Muskelkontraktion erhöhen kann, aber auch nötig ist, um die Proteinkinase C erst zu aktivieren. Also ohne Calcium kann die Acylglycerin das gar nicht aktivieren und deshalb bedingen die sich so ein bisschen gegenseitig. Ja, die Frage ist, welche Hormone können jetzt die CAMP-Kaskade nutzen? Da haben wir als erstes Adrenalin und Noradrenalin, die aber über Beta 1, Beta 2 oder Beta 3 Rezeptoren den CAMP-Spiegel steigern können. Oder über den Alpha-2-Adrenorezeptor CAMP verringern können. Glucagon wirkt über CAMP-Kaskade. Vasopressin bzw. Adioretin auch als Synonym über den V2-Rezeptor nutzt die CAMP-Kaskade. Geruchsstoffe sind in dem Sinne keine Hormone, nutzen aber über die Geruchsrezeptoren auch die CAMP-Kaskade. Und die hat zwei Histaminrezeptoren, die man aus dem Magen kennt, die Magensäureproduktion stimulieren. Das gleiche Spiel für Inositol-Triphosphat. Wer nutzt die Kaskade? Und da haben wir als erstes auch wieder Adrenalin und Noradrenalin. Wenn die an den Alpha-1-Rezeptor binden, zum Beispiel von Gefäßen, dann wird die IP3-Kaskade ausgelöst. Vasopressin mit dem V1-Rezeptor und Histamin mit dem H1-Rezeptor und Gastrin mit dem H1-Rezeptor lösen auch die IP3-Kaskade aus. Vasopressin würde jetzt hier zum Beispiel Vasokonstriktion machen. Das sind V1-Rezeptoren, sind vor allem in Gefäßen exprimiert. Histamin bei allergischen Reaktionen und Gastrin erhöht die Magensäureausschüttung. Damit man mal ungefähr eine Vorstellung hat, wo diese Rezeptoren sitzen. Und jetzt fragt man sich natürlich, wenn man weiß, wie so ein Signal ausgelöst wird, wie kann so ein Signal beendet werden? Und hier haben wir jetzt halt die verschiedenen G-Proteinarten aufgeführt, GS, GQ, GI. GS wäre halt für CAMP, GQ für die Phospholipase C und GI wäre das von dem Alpha-2-Adrenorezeptor, der den CAMP-Spiegel sinkt, also ein hemmendes G-Protein.
Das Relevante ist, dass die alle eine GTPase-Aktivität haben. Also die werden ja aktiviert, indem sie ihr Guanosin-Diphosphat gegen Guanosin-Triphosphat erstmal austauschen. Dann aktivieren sie zum Beispiel die Adenylatcyclase. So, nach einer gewissen Zeit spalten die Proteine aber GTP und inaktivieren sich damit im Grunde automatisch und damit ist die Kaskade unterbrochen und dann auch beendet. Genau, Inaktivierung zum Beispiel der Adenylatcyclase oder der Phospholipase C. Ja, das war das kurze Video heute zur IP3 und zur CAMP-Kaskade. Vielen Dank, wir sehen uns im nächsten Video.